Ja, guten Morgen, guten Abend, was wir auch haben. Hier ist wieder euer Lord, alias Sven Duncan. Ja, mir geht's einfach mal darum, es wird ja dann auch immer so massenhaft gepostet, eben dieser rechte Kram auch mit Anpassung, Zugehörigkeit, Massenvertreten, wo man dann auch dankbar sein soll, wo dann gepostet wird, welchen Menschen man dankbar ist oder sowas. Habe ich zum Beispiel auch gepostet, ich bin mir danke, ich danke mir. Sehr super von mir, dass ich in meinem Leben zu mir gestanden habe und sowas, also was da nachgefragt wurde. Na, ob ich jemanden kenne, den ich dankbar bin für irgendwas, bin ich mir, ja. Viele sagen dann auch immer, wenn sie Stress mit mir haben oder sowas, ich sei zu ich bezogen. Ja, ich bin ich bezogen, weil ich vertrete meine Person, ja. Ich vertrete auch das, was man mit mir gemacht hat oder das, was ich in meinem Leben durchgemacht habe und brauche keine Schauspielerei, dass ich mich für was anderes ausgebe oder für was anderes mache oder jemand anderen in den Arsch krieche und nur über den rede. Ja. Also es gibt so Leute, die danken sonst wen für Geld, die danken sonst wen für Arbeit, die danken sonst wen für was. Das ist für mich alles Müll, weil in meinem Leben habe ich niemandem was zu danken. Bedanken muss ich mich bei gar keinem, weil auch Lehrer, die haben ihre rechten Spiele getrieben, haben mich verhetzt, diskriminiert, haben auch ihre pädophilen Spiele getrieben. Ja, was auch keinen interessiert, das haben sie auch mit anderen gemacht. Na, ich sag nur, als Sportlehrer in der Mädchen Dusche oder etc., ja, worüber auch gar nicht geredet wird, was man ja so als normal hinnimmt, ja. Es gibt gewisse Sachen, die gehören sich nicht, auch nicht für einen Lehrer, ja. Oder für eine Lehrerin. Sage ich mal ganz einfach, und da sind wirklich auch keine kompetenten Fachkräfte. Also Lehrer schon mal No-Go. Doch, es gibt vielleicht eine Person, bei der ich mich bedanken kann. Ja, das ist mein Vater, der ist allerdings nicht mehr am Leben. Ja. Der hat mir durchaus eben im Leben soziale Aspekte und Werte vermittelt. Und war immer wie ein Freund auch da für einen. Ja, wenn es Probleme gab, muss ich sagen, mein Vater, der war da und ich war auch für meinen Vater da. Ja, und deswegen, man musste sich nie für etwas bedanken oder sonst was, sondern es war ein Nehmen und ein Geben, ein Füreinander Dasein. So wie es sein sollte. So wie es auch unter Freunden sein sollte. So wie es auch unter Menschengruppen sein sollte, die miteinander funktionieren. Ja. Und kein Lug und Trug und Heuchelei und Arschkriecherei. Das gab's bei mir nicht. Das wird's bei mir nicht geben, ja. Und deswegen könnt ihr euch dann auch aufregen, dass ich zum Großteil mich selbst vertrete oder mein eigenes Ding mache. Ich meine, mal ganz ehrlich, mir hat kein Lehrer oder sonst wer was über HTML beigebracht. Ich habe aber ganze APs geschrieben. Ja? Ich hatte keinen Unterricht oder sonst was. Ich habe mir das alles selbst beigebracht. Ja, genauso wie ich mit Elektronik umgehen muss, wie ich mit Elektronik Kante haben muss, wie ich meinen Radiostream da zusammenkriege, wie ich auf Sendung gehen kann. Das habe ich mir alles selbst beigebracht. Ich hatte keinen, der mir irgendwelche Einstellungen oder sonst was erklärt. Ja. Und dann kann ich auch sagen, ich klopfe mir auf die Schulter. Ich habe viel erreicht in meinem Leben. Ich habe viel gemacht in meinem Leben, ja. Und auch wenn andere das nicht sehen. Ja, und ich stehe halt immer noch gegen das Rechte und das Asoziale. Für eben Soziales und mehr Menschlichkeit. Ja, und auch das tue ich seit Jahrzehnten. Und dafür kann ich mir genauso gut auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht. Ja, und ich danke mir dafür, ich danke mir persönlich dafür, dass ich ein humaner Mensch bin. Ja. Und das heißt nicht, dass ich zu allen Jahren Amen sagen muss. Und eben auch nicht, dass ich die linke oder rechte Wange hinhalten muss für irgendetwas. Ja, sondern eben, ich vertrete mein Leben und ich treffe in meinem Leben Entscheidungen, so wie ihr auch. Ja, wenn ihr euch dafür entschließt, wegzuschauen, die Ohren zu verschließen, Augen zu verschließen, nichts mehr auszusagen an wirklich wichtigen Informationen, ist das eure Sache. Dann seid ihr eben dumme Arschkriecher, ja? Das habt ihr denn beschlossen in euer Leben? Ja, und ich habe halt in meinem Leben beschlossen, zu der Wahrheit zu stehen, zur Menschlichkeit, zu sozialen Aspekten. Ja, und dann kann ich auch eben sagen, wer ich bin, ein sozialer Mensch.
Ja, ein sozialer Mensch, ein humaner Mensch, ein menschlicher Mensch, der sich eben für Soziales und eben Menschlichkeit stark macht, gegen eben Rechte steht, gegen Asoziale steht. Und das bin eben ich. Ja, und da könnt ihr auch labern an Scheiße, was ihr wollt, ja. Da könnt ihr auch Kacke labern, ja. Ihr habt mich auch kaputt gemacht. Also von daher, wen soll ich danken? Ja? Irgendwelchen Ärzten, die meinen, einen für psychisch krank zu erklären, wo man anders ist, die das schon mit Kindern machen. Dieser rechte Kram. Nö. Da danke ich nicht, ja. Da gebe ich eher noch eine geballte Faust in die Fresse rein, ne? Na, ihr versteht gar nicht, worum es geht, ja. Menschen werden hier kaputt gemacht, Menschen werden hier blind angepasst. Menschen sollen nur noch eine Funktion verfolgen und das lernt man denen schon in Kindergärten, das lernt man denen schon in Schulen, das ist völliges Fehlverhalten. Ihr Lehrer sind unter anderem verlogen, sind unter anderem auch rechts und auch pädophil und das geben sie auch von sich in den Schulen. Ja, und da muss man mehr geguckt werden. Im Lehramt habe ich überhaupt eine soziale Fachkraft, ja, die sich auch sozial verhalten kann, eben auch Soziales vermitteln kann gegenüber den Kindern. Ja, aber das ist eine verdammte deutsche Pflicht nochmal, ja. Das habe ich auch schon mehrmals angesprochen, ja, und ich wiederhole mich auch. Aber es geht ja nicht in den Köpfen der Leute rein. Wir haben hier in unserer sozialen Demokratie Deutschland, auf die man stolz sein kann, weil sie ein soziales Miteinander beherzigt, Menschlichkeit beherzigt. Ja, und darauf bin ich auch stolz. So, und das halten hier aber nicht viele hoch. Ja, die meisten sind eben rechts, blind angepasst und Arschkriecher, wollen mit der Masse laufen, wollen aber nicht wirklich für das Soziale stehen. Man nimmt auch alles mit, was aus Amerika rüberschwappt, was nicht immer gleich sozial ist oder gut ist. Ja. Das sind eben Aspekte, die kann man nicht alle in ein Video packen. Ja, eben auch nicht in in einer Aufzeichnung, die ich hier gebe, und ich kann nur sagen, eben, ich stehe zu mir, ich stehe zu meinem Wort, und somit kann ich mich auch verkörpern. Somit kann ich mich auch hinstellen und eben reden, weil ich weiß, ich sage die Wahrheit. Ja, weil ich weiß, ich kann zu dem, was ich sage, stehen. Ich weiß, ich kann zu dem, was ich fühle, stehen, und zu dem, wer ich bin, kann ich stehen. Ja, wenn ihr damit ein Problem habt, dass ich, dann auch gerade über mich rede, wenn ich eine betroffene Person bin, die von dieser Gesellschaft verlogen wurde, verhetzt wurde, ja, verleumdet wurde, mit jeglicher Gewalt gegen meine Person von eurer Massen gerichtet wurde, wenn ihr nicht kapiert, dass ich dann als Person gegen euch stehe, ja, dann habt ihr einen Schaden weg. Ich habe jedes Recht dazu, meine Person zu verkörpern. Ja, da könnt ihr auch sagen, ich beziehe immer alles auf meine Person oder sonst was. Ja, es ist meine Person. Meine Person ist kaputt durch eure Scheiße, durch eure rechte, asoziale Scheiße. Und was euch nicht schmeckt, euch beschissenen rechten Idioten, ist einfach, dass ich zu mir stehen kann, dass ich die Wahrheit sagen kann. Wisst ihr, zur Schulzeit habt ihr vielleicht noch als dämliche Jugendliche oder sowas gelacht, wenn ihr eure rechte Scheiße durchgebracht habt über andere oder sowas. Aber man wird auch älter und ihr knallt jetzt an eure eigenen Wände. Wie viele von euch Pissern gehen dann zum Psychiater oder in die Therapie, ja? Weil sie in ihrem Leben nicht mehr klarkommen, weil sie irgendwas verarbeiten müssen, was sie in ihrem Leben an Scheiße gebaut haben. Ja? Weil sie zu aggressiv waren, weil sie falsch waren. Ja? Viel Spaß dabei, Leute. Ja? Und erzählt euren Müll nicht mir, ja? Weil ich bin, ihr werdet nicht dafür bezahlt, euren Müll zu verarbeiten. Geht mit euren Müll zu irgendeinem Psychologen oder Therapeuten. Ja, der mit euch eure Scheiße durchgehen kann, dass ihr immer nur Arschkriecher wart oder dass ihr eben rechte Schweine seid oder eben sonst was. Ja, dass ihr euch im Leben falsch verhaltet oder sonst was. Weil ihr wollt ja nicht zuhören. Ja, es gibt ja nicht nur mich, es gibt auch andere wie mich. Die wollt ihr dann noch unterdrücken und fertig machen, indem ihr sagt, wir würden immer nur über unsere Person reden oder bla bla bla. Ich rede gar nicht mal nur über meine Person. Ja, ich rede von meiner Person aus, eben auch über meine Person. Aber eben auch über das Menschliche und das Soziale, über die Aspekte. Und eben auch über meine Erfahrungen daraus, weil über was soll ich sonst reden? Ja, und allem mit Sozialverstand hier Peace, ja. Peace, peace, peace.